Franz Wiaker, Jurist und Rechtshistoriker, 1958 bis 1994, Prinzenstraße 21. Franz Wiaker. Franz Wiaker, geboren am 5. August 1908 in Stargard, Pommern, gestorben am 17. Februar 1994 in Göttingen, war ein deutscher Jurist und Rechtshistoriker. Leben. Nach Schulzeit in Weilburg an der Lahn, Stade, und dem Abitur in Celle studierte Wiaker Rechtswissenschaften in Tübingen, München und Göttingen. In Tübingen wurde er Mitglied des Corps Rhenania Tübingen. Wiaker begann seine akademische Laufbahn nach dem Referendarexamen 1929 an der Universität Freiburg, Breisgau, an die er seinem akademischen Lehrer Fritz Bringsheim folgte und an der er 1930 mit einer Arbeit über Probleme der kaufrechtlichen Verfallsklausel promoviert wurde. Von diesem und Otto Lehnel erfuhr er eine freiheitliche, die klassische Jurisprudenz verehrende Prägung. Nach der Habilitation 1933, ebenfalls bei Fritz Bringsheim, wurde er zunächst außerordentlicher, dann 1939 ordentlicher Professor an der als konservativ geltenden, das heißt nicht nationalsozialistisch geprägten Universität Leipzig. Nach Kriegsdienst und Vertreibung wurde er nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst 1948 Professor für römisches Recht, bürgerliches Recht und neuere Privatrechtsgeschichte, wiederum an der Universität Freiburg, dann 1953 an der Georg-August-Universität in Göttingen. Wiaker wurde 1933 emeritiert. Kritisch wird vereinzelt sein Verhalten während des Dritten Reiches gesehen. Wiaker lehrte in dieser Zeit unter anderem als junger Freiburger Dozent zwei Semester als Gastdozent an der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Die juristische Fakultät in Kiel sollte damals zu einer nationalsozialistischen Musterfakultät ausgebaut werden und wurde mit besonders linientreuen Dozenten besetzt. In das Umfeld dieser Kieler Schule gehörte in zeitlicher Hinsicht auch Wiaker. Gleichwohl wartete der hochbegabte, erst 24-Jährige, 4 Jahre auf seine erste Professur, die er gerade an einer nicht nationalsozialistisch geprägten Fakultät erhielt, und ist niemals Mitglied der NSDAP gewesen. Zudem hielt er während dieser Zeit steten Kontakt zu seinem nach Oxford emigrierten akademischen Lehrer Bringsheim. Allerdings arbeitete er seit 1937 als Mitglied der von Hans Frank gegründeten nationalsozialistischen Akademie für deutsches Recht im Ausschuss Jugendstrafrecht mit und beteiligte sich während des Zweiten Weltkriegs am Kriegseinsatz der Geisteswissenschaften. Wiaker war Ehrendoktor der Universitäten Freiburg, Glasgow und Uppsala. 1969 erhielt er den Orden Pour le Mérite für Wissenschaft und Künste. Außerdem war er Träger des Großen Verdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland mit Stern sowie des Großen Verdienstkreuzes des Niedersächsischen Verdienstordens. Weiter war er Träger des italienischen Premio Feltrinelli. Die Stadt Göttingen verlieh ihm die Ehrenbürgerwürde und ehrte ihn zum 100. Geburtstag mit einer der Göttingen-Gedenktafeln am Michaelishaus, dem ehemaligen Sitz Wiakers Instituts für römisches und gemeines Recht, die von Christine Langenfeld enthüllt wurde.